21. und vorletzter Spieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Der SC Sand, genau der, empfängt zur allerletzten Chance zum Klassenerhalt den 1. FC Köln. Sand muss gewinnen und gleichzeitig Essen in Freiburg verlieren. Und Sand startete gut rein. Einstellung stimmte. Zuletzt das 1:7 gegen Freiburg. Das machte nicht unbedingt Mut, aber Brandenburg mit der ersten Duftmarke Richtung Kölner Tor in der 10. Minute. Ihr seht was, geht am kurzen Pfosten vorbei, aber Sand war bemüht und besser drin in dieser Partie. Es dauerte dann bis zur 39. Dörte Hopius, heute mit viel Laufarbeit, eine der besten Sanderinnen, mit dem Schuss aber zu zentral. Und viel mehr war es eben nicht in Halbzeit Nummer 1. Und so war der Pausenstand eben ein torloses 0:0. Man stärkte sich, bei Traumwetter ging es dann weiter in Halbzeit Nummer 2 und Dörte Hopius kam mit der Kapitänsbinde zurück. Haben wir uns alle mal gefragt, wie geht denn das? Sie macht angeblich ihr letztes Spiel, ihr letztes Heimspiel für den SC Sand. Man weiß ja noch nicht genau, in welcher Liga es weitergeht. Viele haben nicht die Verträge für Liga Nummer 2. Und dann Chiara Loos in Minute 51 mit der nächsten Chance für den SC Sand. Sie machten sich drauf und dran, hier die Führung zu erzielen und ihre Hausaufgaben zu erledigen. Dann die 55. Der Konter über Dörte Hopius. Und dann geht's raus auf Chiara Loos. Die ist schneller als Achczynska ohne Ball und bringt den Ball dann in die Mitte. Und dann denken alle, Dörte Hopius war's. Nein, es war Rachel Rienast mit dem Eigentor, passend zu diesem Spiel. Aber man ist auf dem Weg, 3 Punkte einzusammeln. 55. Sand also mit der Führung. Efels schickt Hopius, die mit dem klugen Pass raus. Und dann ist Chiara Loos schneller als ihre Gegenspielerin und bringt den Ball scharf in die Mitte. Rachel Rienast kann da nicht mehr ausweichen. Und es steht 1:0 für den SC Sand. Die Kölnerinnen hatten das Ziel, an Bayern 04 Leverkusen vorbeizuziehen. Nächste Woche dann vielleicht noch eine Chance. Und Köln biss sich so ein wenig rein in dieses Spiel. 62. Und der war gar nicht so schlecht. Hirano, der geht lang am Tor vorbei. Vorlage kam von der Polin Zawistowska. Beste Phase für die Kölnerinnen, so um die 65. Minute, 64. dann Donhauser, schickt Gudorf, die mit dem klugen Pass rüber und dann die eingewechselte Horvath und die Monstergrätsche von Adrian Jordan, die da reinfliegt in diesen Ball und klärt zur Ecke, die dann am Ende nichts einbrachte. In der Folge lebte das Spiel weiter von der Spannung. Es dauerte dann bis zur 88. Minute, bis Köln nochmal gefährlich vor dem Tor auftauchte. Die quirlige Gudorf tankt sich wieder durch und dann geht's längs am Tor vorbei. Auf der anderen Seite wieder raus. Wie knapp das war, sehen wir hier in der Slow-Mo. Ball dreht sich so ein bisschen raus. Dann zu guter Letzt in der Nachspielzeit gab es noch eine Gelb-Rote für Sascha Glas. Der hatte sich wiederholt an der Seitenlinie nicht so nett geäußert Richtung Schiedsrichtergespann. Und deswegen gab es Gelb-Rot. Das Ganze nach diesem vermeintlichen Foul von Peggy Kusnick, die auch noch gelb sah. Aber am Ende war es der Heimsieg für den SC Sand. Und gleichzeitig verlor die SGS Essen mit 3:0. 70 Kilometer südlich in Freiburg. Und das bedeutet, Sand hat tatsächlich noch die Chance auf den Klassenerhalt am letzten Spieltag. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.